Ja. Jetzt erwischt sie mich an einem schlechten Tag, weil die Folie runter muss. Die ist geil, wa? 4 Jahre alte Folie auf dem S7. Guck mal rauf. Was ist das für eine Farbe, falls jetzt einer einen fragt? Nur so orange-chrom-matt. Kurze Begrüßung erstmal. Ich begrüße euch zu einem neuen Video Made My Day. Hashtag 2121. Moabit ist am Start hier vom Ghetto in die Bronx. Raus auf the street. Ich hätte echt Rapper werden können, oder? Ja. So, yo, was geht ab, mein Lieben? Du bist am Start hier. So. Problem. In dem Sinne nicht Problem, also es geht alles, wir kriegen es alles fertig. S7 haben wir vor 4 Jahren foliert mit einem Orange-Chrom-Matt und da ziehen wir die Folie jetzt runter. Nach 4 Jahren kann man ja sehen, wie es dann auch so ausschaut. Sieht immer noch natürlich einwandfrei, sauber, Zustand aus, das ist keine Frage. Der Wagen geht noch zu Audi zurück, der wird da abgegeben. Damals, als wir den Wagen neu foliert haben, da waren die bei Audi echt fasziniert über die Folierung und haben auch richtig krass Props gegeben. Guck mal, 4 Jahre drauf, ne? Zeig das mal richtig hier. Überall, ne? An den Griffen etc. Überall. Zeig das mal richtig, wie das aussieht hier, ne? Die Folie einwandfrei noch drauf. Hier Ecken, Kanten, Dachträger. Folie löst sich nirgendwo. Ne? Mal hier in dem Bereich. Zeig mal hier drin. In den Problemzonen meistens, die man immer hat. Einmal frei. Ja, jetzt geht die Folie wieder runter. Nach 4 Jahren. Und warum ich Problem gesagt habe, ist einfach, dass die Folie ein bisschen schwierig abgezogen wird, weil der Wagen war auch sehr oft außerhalb von Deutschland. Der war sehr viel in der Sonne und hat auch sehr viel Sonne abbekommen, Wärme abbekommen, und umso wärmer, desto mehr haftet die Folie. Das kann man jetzt hier sehen. Das ist kein Lack, was beschädigt ist, nein, das sind Kleberreste. Ne? Kriegt man natürlich später runter, aber müssen wir schön waschen. Schön. Siehst du das? Es geht ab. Nicht, dass die Leute sagen, ey, da ist der ganze Lack ab, was ist das für eine Scheiße? Nein, kriegt man alles runter, mit Kleberreste entfernen etc. Kriegt man das schön runter. Wir machen jetzt da eine Tür auch ein bisschen was ab. Zum größten Teil geht das alles gut, das fällt sich ab. Ne? Das ist mal an. Aber es ist halt wirklich sehr schwierig, die abzubekommen. Aber es funktioniert. Hier hat man dann wieder ein bisschen was. Ja, aber wenn man das in Ruhe macht und vernünftig und professionell abzieht, dann klappt das auch vernünftig. Ohne dass man wirklich große irgendwas zu viel Kleberreste später drauf hat. Problemzone wird das natürlich eine Motorhaube sein, klar. Sonne steckt direkt drauf. Hat man ja auch mal kurz Zügel hier oben gehabt. Ne, den Bereich an, guck dir mal den Bereich unten an, wo die Sonne nicht die ganze Zeit drauf ist, sondern hier in dem Bereich haftet die Folie stärker natürlich. Ist normal, ist halt der Folie so. Und sobald dann die Folie runterkommt, könnt ihr mal sehen, wie der Wagen in abfolierten Zustand aussieht und sehen, dass nach 4 Jahren der Lack darunter einwandfrei ist, ohne Probleme. Ach so, er macht mir gerade da Pantomime. Du wolltest den Juke zeigen, ne? Es ist ja fast die gleiche Folie, Farbe. Genau, zeigen wir gerne mal. Obwohl, guck mal, man muss doch bedenken, nach 4 Jahren haben sich die Folien auch, also die Herstellung der Folien, die ganzen Folienhersteller nochmal verbessert. Ne? Die arbeiten ja jedes Jahr, machen Updates über ihre Folien, über die Kleberprobleme etc. Probleme, die auftauchen, werden ja immer weitergeleitet, dann arbeiten daran und verbessern es, verbessern es, verbessern es immer. Hier haben wir jetzt auch die gleiche Farbe, die jetzt auf den Nissan Juke draufkommt. Ja. Ja, ich zeige euch gleich mal den Unterschied, damit ihr seht, was ich meine mit, die verbessern sich. Hier haben wir die gleiche Farbe drauf, orange-chromatt auf den Nissan, mit den krassen Bose-Soundsystem-Boxen, hier auf dem Kurzflügel vorne. Du hast es ja letztens mal gehört, hört man da einen Unterschied? Ja, krass. Ja. Ist wie Kopfhörer, ja, oder? Ja, ist schon geil. Ist auf jeden Fall eine geile Sache. Und jetzt zeige ich euch mal ein bisschen, was ich meine. Schon halt. Brauchst du das? Ja. Weil das ist doch auch ohne Schutz. Kann ich mitnehmen? Ja. Brauchst du nicht. Ja. Komm mit. Flötenspieler hier. Hä? Flötenspieler hier. Ja. Schau mal, was ich meine. Hier sieht man jetzt. Hier sieht man jetzt. Einen.
Das ist aber ein Klebstoff. Ja. Hier ist ein weißer Kleber. Ich zeig euch noch was. Sind die gleich dick oder? Nein. Das will ich ja gerne zeigen. Achso. Komm. Durchsichtig, siehst du? Siehst du, wie dünn die Folie ist? Extrem hauchdünn. Man sieht sogar das Orange durchstrahlen. Ja. Auf den silbernen Kleber. Hier, das ist dicker. Ah. Vielleicht sieht man es in der Kamera nicht wirklich, doch, es ist dicker. Das sieht man eindeutig. Und dadurch, dass es dicker ist, geht später die Folie leichter ab. Weil der Kleber ist dicker und das Laminat ist dicker. Das heißt, das Laminat sitzt so schön auf dem Kleber drauf, dass wenn man es später abzieht, ja, die, auch nach 5 Jahren, geht diese Folie leichter ab als die andere Folie. Und die Farbe natürlich auch hier frisch, hier ein bisschen ausgeblichen. Aber weißt du, auch, verstehst du, was ich meine? Mhm. Weil, jetzt, weil hier ist das Problem, wenn man die Folie abzieht, die funktioniert, die geht ja auch schön ab. Aber hier bleibt der Kleber drauf. Auf Hänger auf dem Fahrzeug. Ne, hier. Das ist ja auch der Kleber, der drauf hängen geblieben ist. Hier ist es halt der Fall, wo der Kleber nicht abgeht. Ne? Das wird dann, wenn man es abzieht später, komplett mit abgehen. Einzige, was dann halt übrig bleiben kann, sind auch Kleberreste, klar, aber durchsichtige Kleberreste. Nicht wie hier in Farbe. Weil das halt auch eine hauchdünne Folie ist. Dann geht nur die erste Schicht manchmal nur ab. Aber man kriegt es natürlich, wie gesagt, alles schön sauber und poliert und wird schön. Ne? Ja. Schön. Ist wirklich eine schöne Farbe. Willst du jetzt folieren oder willst du jetzt abfolieren? Ich überlege, diese Farbe auf einen neuen Smart draufzupacken, den ich heute gekauft habe. Mal einfach so gekauft. Du hast einen Smart gekauft? Ja. Kunde war hier, wollte Folie vom Smart runterziehen und Felgen lackieren lassen etc. Hat mir dann auch natürlich sofort gesagt, ja, ich mache das fertig und verkaufe den Smart. Ich meinte, okay, was willst du dafür haben? Da hat er mir halt einen Preis genannt, wo ich nicht widerstehen konnte. Ich habe gesagt, lass mal gleich stehen. Ja, was? Ja, lass mal hier, ja? Nehm ich. Jetzt haben wir einen neuen Smart wieder. Auto Nummer 4 für die Kunden. Ja. Ich glaube schon. Drei also Firmenwagen auf jeden Fall. Ja. Für die Firma. Ja. Smart sind sehr gut für die Stadt, ne? Ja. Nur einer wie der hier, auch Brabus. Ich habe einen Brabus gekauft. Paket. Brabus Paket. Aber so einer wie der. Und da werde ich wahrscheinlich das orange Chrom-Mattfeuer aufmachen. Die von dem Juke hier. Wäre geil. Wäre geil. Echt, oder? Mhm. Wir haben dann einen grün, einen roten. Dann haben wir den Berlingo in Gold. Ja, was noch? Ich habe ja nichts anderes. Mhm. Ich bin ja eine arme Sau. Das ist ja so. Hier, ihr Arbeiter fährt besser Autos wie ich. Das ist traurig, oder? Auf jeden Fall warte ich noch auf den E30. Zeig ich ihm. Haben wir ja schon in vorigen Videos gesehen, dass wir auf der Suche sind. Ich hoffe, der gibt mir einen guten Preis. Ich glaube, Hashtag 12 war das. Den habe ich in Aussicht. MTS mit 2. Ja, der Fahrersitz ist jetzt nicht gerade, aber ich werde sowieso alles nochmal restaurieren, nochmal neu machen. Wird hier gleich sehen. Das ist komisch, ist alles Leder, nur der Fahrersitz ist aus Stoff. Ach, wirklich, ja? Ja, aber das ist normal bei den alten Autos, da muss man alles neu machen. Aber der hat an sich noch eine sehr gute Ausstattung. Schau mal an die Schirm, ne? Hinsitze, Einsitze, alles. Jetzt kommt der Fahrersitz. Sieht aus wie Oma Opa. Hast du gesehen? Die Shirt, oder? Einfach der Fahrer sieht so stoff. Schönes Ding, oder? Mhm. Und Spoiler auch, M-Technik 2. Ist er. Das soll er sein, also ich hoffe, das klappt jetzt. Ich hab den auf jeden Fall schon reserviert. Mal gucken, was daraus wird.
Der braucht auf jeden Fall ein bisschen Arbeit, also ist restaurierungsbedürftig. Ne? Ja, ein bisschen was muss man machen. Was sagt dieser draußen? Soll ich oder soll ich nicht? Also ich habe den schon reserviert, gekauft habe ich ihn noch nicht. Aber wenn ihr da draußen Bock auf so ein Projekt habt, dann könnt ihr gerne mal unten aufschreiben. Oder so kommentieren, worauf ihr eigentlich Bock habt. Vielleicht habt ihr auch gar keinen Bock auf den BMW E30. Vielleicht wollt ihr Ford Mustang haben vom Baujahr 1800. Boah, 67 oder 69. Ja? Oh, das wäre geil. Hast und, du dann, viel Geld? Und dann umbauen auf 2020. Hast du so viel Geld? Weißt du, wie teuer die Dinger sind? Du das halt, ja. Die kriegst du ohne Motor schon. Du hast gesagt, wir sollen uns überlegen, die Zuschauer entscheiden und du kaufst. Da ging es gar nicht darum, ob wir Geld haben. Lamborghini Urus wäre auch was Geiles. Klar. Vom Baujahr 2020. 2045? Ja, für meinen Sohn. Nein, nicht für mich. Auf jeden Fall könnt ihr gerne kommentieren, ob ihr Bock habt auf ein Projekt. Und wenn ihr Bock drauf habt, was kann man aus diesem Projekt machen? Also vielleicht habt ihr eine bestimmte Farbvorstellung, Innenausstellung, welcher Innenausstellung, genau. Innenausstattung in welcher Farbe? Ey Leute, was ist los schon wieder? Innenausstattung in welcher Farbe etc. Könnt ihr alles gerne notieren und mit aufschreiben und dann können wir ja uns Gedanken machen zusammen. Vielleicht wird es ein Herzensprojekt von uns allen diesmal. Also kommentiert unten und weiter geht's mit den Q7. S-Q7. Bis gleich. Pull up, hop out, then she swerve. Do your two-step, your little cat won't make it work. Make it work, do this, make it work, strike a pose. Make it work, do this, make it work, strike a pose. I pull up, hop out, then I swerve. Do my two-step, my little cat won't make it work. Make it work, do this, make it work, strike a pose. Make it work, do this, make it work, strike a pose. Do your dance, girl, dance, girl, your dance, girl, dance, girl. Is it me and you or is you with your friends, girl? Is it you and them or is we making plans, girl? Double up the coupe size, here's the best, girl. Is she a 10? Ja, also eigentlich ganz gut rausgegangen. Das sind alles nur ein bisschen Kleberreste, die kriegen wir alle später weg, ein bisschen Reinigung, ein bisschen polieren. Und dann ist es auch schon erledigt. Wenn man das sieht, würde man jetzt denken, krass, der ganze Lack, klar Lack ist ab, ne? Man würde denken, wirklich, ist der ganze Lack mit runter. Mhm. Ist aber kein Lack, das ist nur Kleberreste. Wenn wir jetzt die Folie komplett abgezogen haben, werden wir den Wagen nochmal schön bearbeiten, schön mit Lack entfernen. Kleberestentferner. Würde ich ja sagen, aber bei mir ist heute wieder früh. Du erwischst dich immer früh auf dem Fuß, wo ich gerade reinkomme in die Firma. Auf jeden Fall mit Klebereste entfernen, bearbeiten, einmal schön polieren, schön aufbereiten, dass der Wagen wieder glänzt. Und dann kann der Wagen auch wieder abgegeben werden an den Kunden. Und der muss halt gucken, was er damit macht. Wir hatten irgendwo noch eine Beule entdeckt gehabt. Ich weiß jetzt nicht genau wo. Hab wieder vergessen. Da war irgendwo noch eine Beule. Die müssen wir dann noch entfernen. Vorher bestellen. Die kriegt man dann auch ganz leicht raus. Und der Wagen hat bis jetzt, wie viele Jahre ist die Folie? Ich glaube schon fast 4 Jahre. 4 Jahre hat es erzählt, ja. 4 Jahre drauf und der Kunde hat Gott sei Dank auch gar keinen einzigen Unfall gehabt und auch keine Parkkratzer oder irgendwas. Hat auch kein Mensch den Wagen zerkratzt. Deswegen sieht der Lack da drunter richtig schön sauber aus. Ne? Aber hier ist noch ein sauberer Bereich vom Lack, den man dann einfach nur ein bisschen sauber macht später. Sieht alles schön aus wieder. Keine Kratzer, keine Mikrokratzer, gar nicht, weil der kam direkt vom Werk zu uns, wurde direkt foliert. So dass der Kunde dann auch den Wagen über die 4 Jahre geschützt hat. Jetzt machen wir es einfach nur noch einmal runter, machen wir schön sauber alles, was hier noch so da ist. Und dann kann der Wagen auch zurück zu Audi oder VW oder weiß ich, wo er abgeben will, weil ist ja Vertragspartner auch. Und ja, dann kann er sich einen neuen zulegen und direkt kommen und auch wieder folieren. Aber hat gut gehalten, die Folie wirklich. Und die Jahre haben auch gut überstanden. War an sich auch selbst noch nach den ganzen Jahren noch sehr frisch. Hat man ja gesehen vorher im Video, wie cool es so aussah. Ja. Ne? Gut, dann sehen wir uns später, wenn der Wagen einmal komplett fertig ist. Dann kann es auch direkt zum Kapern gehen. Kurzer Rede sagen, Kapern los, ja? Oder? Also, wie immer lange Rede, kurzer Sinn. Es geht jetzt weiter mit dem Wagen, der wird jetzt fertig gemacht. Kapern los, bam!